Rafael Vicky, der erste Match von dieser Saison gegen den FC St. Gallen haben wir auswärts verloren. Die Gefühlslage jetzt, ein paar Wochen später, ist total anders. Wie siehst du das? Genau gleich. Es war natürlich damals vor allem die ersten 45 Minuten sehr schlechtes Spiel von uns. Aber das liegt jetzt doch schon eine lange Zeit zurück. Und also wir haben das überhaupt nicht thematisiert in der Vorbereitung. Und ich glaube, es bringt euch nichts, wenn man da irgendwie zweieinhalb, drei Monate zurückschaut. Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit und man kann die Match jetzt einfach nicht vergleichen. Aber wir wissen natürlich, dass wir damals in der ersten Halbzeit sehr, sehr schlecht waren. Von den letzten fünf Matchen haben St. Gallo drei verloren, zwei gewonnen. Es ist ein bisschen Achterbahnfahrt ihrer Saison, sie sind auf dem vierten Platz. Macht es sehr schwer, die Mannschaft können einschätzen, weil man nicht genau weiß, was jetzt hier auf einem zukommt? Ja, es ist richtig. Es ist ja so, dass sie in der letzten Zeit nicht die Konstanz hatten wie am Anfang. Und trotzdem kann man sich ein bisschen vorbereiten. Es sind in der Offensive sehr, sehr starke Spieler, sehr, sehr gute Spieler, die fähig sind, individuell in jedem Moment des Matches etwas Entscheidendes zu machen. Und da muss man sicher sehr, sehr wach sein und gut aufpassen. In Lissabon hat man sich für das Achtelfinale der Champions League qualifizieren können. Sicher auch viel Energie kostet für die Spieler, braucht der eine oder andere eine Pause mal so oben. Hat viel Energie gekostet, gibt aber auch viel Energie. Ich denke, dass so eine Qualifikation unglaublich viel positive Energie jedem Spieler gibt. Und jetzt sind wir zwei Spieltage vor Schluss. Also ich glaube, da müssen wir die Energie mitnehmen und die positive Energie auf den Platz bringen. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, heute Morgen im Training, dass irgendjemand eine Pause braucht. Nein.